präsentiert von InDesignPodcast.de, Ihr Profi-Cast für Layout und Design. Die Antwort auf die eingeschränkten Überprüfungsmöglichkeiten bisheriger Version nennt sich Pre-Flight. Damit bekommen Sie bereits während der Arbeit in der Statusleiste mitgeteilt, welche Fehler bei einem gewählten Arbeitsprofil vorhanden sind. Und die Antwort auf die bisher eingeschränkten Möglichkeiten der automatisierten Endkontrolle nennt sich eben Pre-Flight. Ganz einfach. So, wo finde ich den? Nun ganz einfach, während ich hier in meinem Dokument werkel, habe ich hier unten in meinem Rahmen so einen kleinen Infobereich und da steht jetzt hier 6 Fehler und ein roter Punkt. Was setzt jetzt damit auf sich? Nun, hier findet ein automatischer Pre-Flight statt, während ich in dem Dokument arbeite. Ich muss es also nicht im Nachgang anstarten, sondern das passiert direkt beim Arbeiten. Wir können uns das mal angucken. Ich klicke hier mal rein und rufe mal dieses Pre-Flight-Bedienfeld auf. Und wir sehen entsprechend jetzt, hier ist ein Grundprofil, ein Arbeitsprofil eingestellt und die Voreinstellung ist eben hier zu kontrollieren, ob alle Verknüpfungen vorhanden sind und ob zum Beispiel Übersatztext vorhanden ist. Das heißt, wenn ich hier aufklappe, sehe ich eben entsprechend, dass 4 Bilder fehlen, also die Verknüpfungen fehlen. Und ich habe an 2 Stellen im Text hier Übersatz. Wie kann ich jetzt das Ganze korrigieren oder wie kann ich das Ganze hier nutzen? Nun, sehr, sehr einfach. Das heißt zum Beispiel bei dem Thema Übersatz klicke ich jetzt hier einfach mal drauf und bekomme entsprechend eben hier den Textrahmen dargestellt mit dem Übersatz. Das heißt, ich gehe einfach mal in den Textrahmen rein, nehme eben hier den Texteditor. Und ich mache es mir auch wieder mal einfach. Ich kürze einfach den Text. Das heißt, wir sagen einfach mal hier Punkt, Übersatz, wunderbar korrigiert. Das war vielleicht mal ein bisschen sinnvoller. Hier hört der Satz auf. Klick einfach mal rein. Und wenn wir uns unseren Pre-Flight angucken, sehen wir eben entsprechend hier, dass automatisch der Fehler behoben wurde. Das heißt, wir haben nur noch 5 Fehler. Also der Fehler wurde nicht automatisch behoben, aber der Pre-Flight zeigt eben interaktiv an, dass der Fehler eben nicht mehr vorliegt. Also habe ich nur noch eine Stelle hier. Ja, beheben wir den auch nochmal. Das heißt, wir haben hier einen Tabellentext. Hier gehe ich also auch nochmal rein. Sehe, aha, also hier haben wir auch Übersatz. Ich nehme jetzt auch nochmal auf die Schnelle hier so ganz pragmatisch raus. Und entsprechend haben wir logischerweise nur 4 Fehler. So kann ich also hier mich sukzessive durch solche Fehler durcharbeiten. Die fehlenden Verknüpfungen können wir uns auch nochmal angucken. Hier wird mir dann eben entsprechend das Bild angezeigt. Und das beheben wir jetzt auch nochmal schnell. Und wenn mich nicht alles täuscht, da haben wir das, habe ich die, glaube ich, hier auf meiner Festplatte liegen. Das heißt, ich mache einfach mal in meinem Verknüpfung-Bedienfeld hier einen Doppelklick auf dieses rote Ausrufezeichen. Und ich glaube, die Bilder habe ich jetzt hier drinnen, neue Bilderlieferung. Da haben wir es auch schon. Sag nach fehlenden Verknüpfungen diesem Ordner suchen. Das ist übrigens eine recht hilfreiche Checkbox, die wir haben. Sag okay. Ja, wir möchten die Standardeinstellung haben. Und sämtliche Verknüpfungen wurden entsprechend eben hier korrigiert, weil die hier bei mir im Ordner mit drin lagen. Das heißt, bezogen auf meinen Pre-Flight habe ich jetzt überhaupt keine Fehler mehr vorliegen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wunderbar, dieses Grundprofil reicht mir nicht, ich würde das ganz gern editieren. Wie kann ich das tun?